Besteigung des Dschulkarni am 10. August 2015. Der Dschulkarni ist ein 5065 Meter hoher Vulkan in Bolivien in der Cordillera Occidental. Bei der Gipfelschau vom Aconcagua fiel uns dieses weit ausladende, isoliert stehende Bergmassiv auf. Aufgrund seiner abgeschiedenen und einsamen Lage wird der Dschulkarni so gut wie nie bestiegen. Nach einigen Erkundungen begannen wir unsere Besteigung an den Südausläufern des Massivs. Anfangs freuten wir uns noch, dass der Wind nicht so heftig blies. Doch im Laufe des Vormittags frischte er merklich auf und erreichte bald wieder Sturmstärken wie am Vortag. Über mit Grasbüscheln bewachsene Hänge erreichten wir den eigentlichen Südgrat des Berges. Der Grataufstieg wurde zunehmend schotteriger und führte uns direkt zum Gipfel des Dschulkarni. Unsere Höhenmesser gaben übereinstimmend eine Gipfelhöhe von 5065 Metern an. An der steinernen Gipfelpyramide erkannten wir, dass es keine Erstbesteigung war, auch wenn der Gipfel sicher sehr selten Besuch bekommt. Eine Besteigung lohnt auf jeden Fall. Besonders kann der Berg mit der einmaligen Gipfelschau auf die 6000er Galerie punkten. Thank you.